Wir reisen in die Vergangenheit zurück, ungefähr ins Jahr 2015. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich kam von der Schule und setzte mich erstmal vor den Fernseher. Und anstatt stundenlang auf TikTok zu chillen oder mir zu überlegen, welche Elfbar ich mir als nächstes hole, habe ich damals meine Zeit mit Super RTL oder Nickelodeon verbracht. Und wie jeder weiß, wird im Fernsehen Werbung geschaltet. Aber besonders als Kind habe ich mich für die Werbung von Movie Star Planet interessiert. Und ich weiß nicht, was genau es war, aber irgendwas hat mich dazu verleitet, mich vor den PC zu setzen, auf die Seite zu gehen und mir einen Account zu erstellen. Und darum geht es hier in diesem Video. Und zwar möchte ich den Anfang bis zum Ende von Movie Star Planet erzählen. Viel Spaß nach dem Intro. Movie Star Planet wurde erstmals Ende 2010 das erste Mal in Deutschland veröffentlicht. Außerdem ist es das am längsten lebende Browser-Game, neben Habbo Hotel und Club Penguin, welche leider offline genommen wurden. Und statt einen Pinguin oder eine 8-Bit-Figur zu spielen, hast du einen Movie Star gespielt. Und das erklärt auch das ganze Spielprinzip. Da du ein Movie Star bist, ist es dein Ziel, so viel Fame wie möglich aufzubauen. Du musst also versuchen, so abgehoben wie möglich zu werden. Und die einfachste Methode, dieses Fame zu bekommen, ist es, indem man VIP kauft. Und ja, ich würde es niemandem empfehlen, aber selbst wenn du auf den Shop drückst, um VIP zu kaufen, kriegst du ein Geschenk. Und ich weiß wieso, aber irgendwie gibt mir das Ganze leichte EA-Vibes oder eher solche Vibes. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wofür gebt ihr diese 70 Euro in einem Jahr aus? Naja, ihr gebt dieses Geld aus, um zum Beispiel einen goldenen Namen, einen Chatroom nur für VIPs zu... Ihr könnt jetzt VIP-Kleidung kaufen und somit noch mehr Geld ausgeben. Außerdem bekommt ihr für den täglichen Login Diamonds und könnt somit noch mehr kaufen. Ihr habt doppeltes Wahlrecht und somit könnt ihr jedes Game gewinnen. Ihr könnt bis zu 30 Autogramme pro Stunde vergeben, um ihr bekommt täglich noch mehr Geld, um noch mehr kaufen zu können. Ein Forum beitreten, wo nur VIPs rein können. Außerdem bekommt ihr mehr Belohnung für Aufgaben. Aber es gibt es wahrscheinlich einige, die sich die Frage stellen, wieso spielt denn jeder Movie Star Planet, wenn es denn so geldgeil ist? Und der Hauptbestandteil von Movie Star Planet besteht aus dem Chatten. Und dazu gehe ich erstmal auf den... Warten. Und da Movie Star Planet eigentlich für Kinder und Jugendliche gedacht ist und das Spiel hauptsächlich aus Chatten besteht, haben sie eine Chats-Sperre eingeführt von 0 bis um 3 Uhr. Dennoch haben sie dazu geschrieben, dass das Forum zu der Zeit sehr belebt ist. Und naja, dann gehe ich mal aufs Forum, es ist 2.30 Uhr und ich dachte mir, ich schreibe einfach mal Hallo. Vielleicht antworte ich... Es ist endlich 3 Uhr morgens und ich kann in den Chat. Und bei Movie Star Planet ist es nämlich so, dass eine bestimmte Funktion gibt beim Schreiben. Und zwar, wenn du etwas eingibst, kommt alles in Hashtags raus. Aber ich meine, wenn du schon nicht schreiben kannst, dann kannst du ja wenigstens mit Emojis interagieren, oder? Gleich droppe ich hier die N-Bombe, dann geht's in den Urlaub. Aber jetzt mal den Spaß komplett beiseite. Und zwar, Movie Star Planet muss ja auch einiges richtig gemacht haben. Und unter anderem kannst du Movie Star Planet mit der schlechteren Version von Windows Movie Maker einen eigenen Kurzfilm machen. Und den können dann andere sehen, andere liken. Und dadurch bekommst du dann auch noch Geld und was auch immer. Außerdem gibt es bei Movie Star Planet die Funktion, dein Outfit zu speichern. Das ist eigentlich nur zu flexen gedacht. Und die Voraussetzung dafür ist, dass du dann einen halben Monatslohn opferst oder 3 Jahre Spielzeit. Und dabei siehst du dann auch nur normal aus, weil du ja kein VIP kaufst. Wenn dich das Spiel bis jetzt immer noch nicht überzeugt hat, deinen PC anzuschmeißen und dieses Spiel zu installieren, dann hast du auch hier die Möglichkeit, deinen eigenen Look zu erstellen. Also dein eigenes T-Shirt, deine eigene Hose, was auch immer du willst. Und das kannst du dann weiterverkaufen. Deine Kreativität hat keine Grenzen. Außerdem gibt es auch noch sowas wie Artbooks, was auch immer das ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nur benutzt, um Werbung zu machen oder so ähnliches. Ziemlich jeder kann mir zustimmen, dass man die meiste Zeit mit seinem Raum verbracht hat. Also eher weniger mit Artbooks oder Filmen. Zumindest ging es mir so, sondern eher mit dem eigenen Raum. Und ja Leute, wie auch in Club Penguin hast du in Movie Star Planet natürlich auch die Möglichkeit, deine eigenen Haustiere zu haben. In Club Penguin sind es die Puffles, in Movie Star Planet sind es die Boonies und die Boonstars. Und die Tiere waren so beliebt, dass sie sogar ihre eigene App bekommen haben, und zwar Boon Star Planet. Ich weiß ja nicht genau, was man da drin macht, aber ich blende euch einfach mal ein paar Screenshots ein. Außerdem hast du Movie Star Planet die Möglichkeit, in einen bestimmten Chatroom zu gehen, wenn du ein Haustier hast, auch besser bekannt als den Haustierpark. Und wenn ich schon bei dem Thema App bin, kann ich ja auch gleich die Spiele von Movie Star Planet vorstellen. Diese spielst du nur, um deinen Fame zu erhöhen, also du gewinnst und dann kriegst du eine bestimmte Summe an Fame. Und ja, es gibt zum Beispiel das Schickmachen. Worum geht's da? Du hast irgendein Thema vorgegeben und dann kleidest du dich dementsprechend danach. Dann gibt es irgendeinen Spieler, der dann vorgerufen wird und der stimmt dann ab. Außerdem gibt es zum Beispiel verrückte Karten. Bei verrückte Karten hast du auch irgendein Thema und deine Karten zum Beispiel am meisten schlecht. Und dann ist da Code, ein kalter Wintertag oder sonst was. Außerdem hast du auch noch das Quiz, dort werden irgendwelche Fragen gestellt und du beantwortest sie. Ich glaube, das Ganze ist selbsterklärend.
Und nachdem ich euch jetzt komplett zugelabert habe, was ihr alles im Movistar Planet machen könnt und was nicht, stellt sich nur noch die Frage, warum ist denn Movistar Planet so beliebt? Und naja, im Movistar Planet hast du durch die Chatrooms die Möglichkeit, viele neue Leute kennenzulernen. Unter anderem Freunde, aber auch Liebesbeziehungen. Und das hat, glaube ich, die meisten Leute dazu getrieben, einfach täglich online zu kommen. Außerdem hast du auch noch ein Rad, an dem du jeden Tag drehst, aber ich glaube, der Hauptmerkmal an Movistar Planet ist wirklich die Beziehungen. Und etwas, das Movistar Planet wirklich einzigartig macht, sind die Fotos. Du kannst entweder irgendwas hochladen von irgendeiner Kacke oder von dir selber, was auch die meisten tun. Und das ist wirklich etwas, was Movistar Planet von allem anderen unterscheidet, also zum Thema Club Penguin oder Habbo Hotel. Das ist wirklich etwas, wo es nirgendwo anders gibt. Und ich finde es wirklich krass, wie sich ein Spiel in eine komplett andere Richtung entwickeln kann. Ich meine, 2007 wollten die Ersteller von Movistar Planet eine App erstellen, womit man Englisch lernen kann, was ich ziemlich krass finde. Und eine Sache, die man schon in 2009 wusste, ist, dass die meisten Spieler weiblich sind. In der Plattform steht jetzt hier, dass es über 71% waren und heutzutage sind es auch meistens nur Frauen. Und ich glaube, wenn man 1 und 1 zusammenrechnet, also dass das Spiel für 8- bis 12-Jährige gedacht ist und die meisten davon weiblich sind, kann man sich, glaube ich, denken, wo das ganze Problem liegt. Es ist nicht unbedingt das Problem, wieso Movistar Planet nicht gespielt wurde, aber es ist auf jeden Fall ein Grund, warum es einige nicht mochten oder ihren Kindern verboten haben oder ihren Schwestern. Und weil wir schon beim Thema Anschreiben sind, komme ich nochmal zurück aufs Thema Chatten. Und zwar habe ich mich ja vorhin darüber lustig gemacht, dass du ja so gut wie gar nicht chatten kannst, weil ja alles zensiert wird. Und ich blende euch einfach mal eine Liste ein von Wörtern, die zensiert sind. Ehrlich gesagt, damals hatte ich nicht so krass das Gefühl, dass es so schlimm war. Und man konnte auch irgendwie eine Konversation führen, aber seit neuestem ist es wirklich unmöglich, dieses Spiel zu spielen. Ich teste das Spiel nur fürs Video und es ist wirklich grausam, wie schlimm man da schreiben kann. Ich verstehe wirklich gar nichts und ich kann auch kaum einen Satz rausbringen. Und soweit ich weiß, haben sie diese neue Zensur erst seit dem September 2022 eingeführt. Davor war es, wie gesagt, die alte Zensur. Außerdem hat Movistar Planet ein sehr großes Problem mit Hackern. Viele Seiten, die versprechen, unendlich Starcoins oder VIP zu geben, haben sich an den Passwörtern von zahlreichen Spielern bedient. Außerdem war es echt nicht üblich, dass man auf einmal eine Glatze hatte, 0 Starcoins und irgendeinen komischen Namen. Aber sind wir mal ehrlich, ich habe zwar jetzt ein paar Gründe genannt, warum Movistar Planet von einigen Spielern nicht gespielt werden würde, aber der Großteil wird einfach das Spiel nicht spielen, weil es einfach veraltet ist oder weil ihnen einfach andere Sachen interessieren. Sowas wie Fortnite oder sonst was. Spieler heutzutage wollen nicht einfach nur chatten oder Freunde kennenlernen, sondern auch etwas Aktives machen. Außerdem, wieso sollte man sich vor dem PC sitzen und in einer Anwendung mit jemandem schreiben, wenn du mittlerweile in VR dich mit anderen persönlich treffen kannst? Du kannst mit ihnen kuscheln oder sogar mittlerweile Geschlechtsverkehr haben. Und ich freue mich ehrlich gesagt echt, dieses Video hochzuladen. Ich habe dafür jetzt echt lange Zeit investiert und mich würde echt mal interessieren, wie euch das gefällt. Einmal ohne Facecam und einfach mal zu irgendeinem Thema irgendwas labern, was mich interessiert. Wenn ja, dann könnt ihr ein Like, ein Abo oder sonst was mir auch immer hilft, da lassen. Und damit vielen Dank fürs Zusehen.